Hallöchen. Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha, ausmerzen. Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen. Will er eine Maschine gebaut haben, okay, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Gut, dass wir gerade eine erzeugt haben, das noch. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Okay, Dekan. Haben Sie in letzter Zeit mal einen Blick in den Spiegel geworfen? Wieso? Hängt meine Krawatte wieder schief? So wie ich das sehe, hängt hier deutlich mehr schief als nur Ihre Krawatte. Herrje, Sie haben recht. Meine Anstecknadel vom Orden der Verdrängungstaktiker ist ja ganz verbogen. Was ist das? Orden der Verdrängungstaktiker? Okay. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie haben wir einen Spiegel für ihn? An Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Okay. Ihm irgendwie einen Spiegel geben? Das Tafelwasser ist alle. Ich weiß, es hat seit Wochen nicht geregnet. Wie soll ich jetzt nur Juniors wirre Theorien von der Tafel geschrubbt bekommen? Vielleicht muss ich einfach noch mehr schrubben. Schrubb. Schrubb. Okay, ein bisschen Unkraut. Vielleicht würde ihn das entspannen. Nötig hätte er es ja. Okay. Könnte es nicht vielleicht sein, dass Ihr Sohn doch recht hat? Na, jetzt fangen Sie nicht auch noch damit an. So etwas wie Zeitanomalien gibt es nicht. Basta! Natürlich. Natürlich nicht. Wer wollte das denn wissen? Weil ich, im Gegensatz zu Junior, ein echter Wissenschaftler bin. Und ein recht jung aussehender dazu. Was wollen Sie da? Nichts. Okay, ich nehme meine Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Okay. Aschenbecher. Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Aha. Mit McConaughey reden? Pfeife? Vogelaufkleber? Wenigstens scheint sich sein Hutmodegeschmack allmählich zu verbessern. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Okay. Das ist keine Pfeife? Da hat der Künstler ja mal richtig daneben gelangt. Können wir es mitnehmen? Haha. Es ist doch eine Pfeife. Pfeife geklaut. Man kann einen Rufus eben nicht in das Licht führen. Okay. Vielleicht können wir das in der Pfeife rauchen. Und dann hier dem Dekan geben. Ist abgelenkt. Ah, meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Sehr schön. Wow. Ganz schön kräftig, der Tabak. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. So, ja, sehr schön. Guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Oha. Und mit Frauen, natürlich. Gibt es selbst zu. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere.
Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Alles klar. Können wir jetzt den Schlüssel nehmen? Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Yippie! Okay, wir haben den Schlüssel für die Garage. Und wir nehmen uns mal den Vogelaufkleber mit. Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei! Na toll. Und wenn sie mit ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen sie doch. Sie haben das Recht dazu. Aha. Deshalb war der Aufkleber da drauf. Oh Mann. Ein Puzzle. Bunte Glasscherben. Vielleicht wieder einsetzen, das Glas. Schade. Können wir nicht. Und die Scherben können wir mitnehmen. Brauchen wir später bestimmt. Psst. Oh je. Abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch. Es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Okay. Was war das für ein Geräusch, als wir hier gerade drüber gelaufen sind? Oh nee, der Arme. Oh nein. Das ist bestimmt ein Achievement für das Vogelquälen. Der Arme. Will ich gar nicht haben, das Achievement. Okay. Und nun, jetzt haben wir Schlüssel für die Tafelelme, können wir irgendwie. Aber wie? Achso, ja, hier, das ist. Da wollen wir rein. Dafür hat man den Schlüssel gebraucht. Das ist die Labortür. Da wollten wir hinein. Okay, hinein mit uns. Das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Eine Zeitmaschine. Und was haben wir noch so anders? Ein Tachyonentank. Ein Bronzehahn. Ja, die Zeitmaschine. Fangen wir fast mal erstmal mit Bronzehahn an. Bitte, bäh. Das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Tja. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Na sicher. Knopf drücken. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Okay, wir müssen den Tank befüllen. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. So ein Mist. Den Tafelelmer können wir doch bestimmt beim Mozart befüllen. So, Igitebä. Tachyon-Tank. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Okay, was willst du jetzt? Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch... Ja, aber... Wir haben doch... Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein... Willst du jetzt irgendwas abschöpfen, oder was? Ein bisschen Öl kann nie... Allerdings ist...
Ja, fühl doch, das ist das dritte Zimmer da. Das ist doch hier nicht wahr. Okay, wir müssen ein bisschen Öl loswerden. Mit Kornicke vielleicht eine Idee? Ach, was ist denn heute mit dir los? Du klingst schon genauso verbohrt wie dein Vater. Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt nicht an den Rand der Zerstörung gebracht. Er kann sie mit seinem Verhalten aber auch nicht retten. So, eine Idee zum Eimer vielleicht? Komm schon, Mac, ich brauche deine Hilfe. Wobei, die Welt ins Verderben zu stürzen? Hast ja recht, das schaffe ich auch ohne dich. Eben nicht. Komm schon, Mac, ich brauche deine Hilfe. Wobei, hast ja recht, das schaffe ich auch. Tja. Hier noch was, was wir mitnehmen können? Offensichtlich nicht. Im Hörsaal noch was zu mitnehmen? Ah, ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas depliziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Wow. Beeindruckend, nicht wahr? Was ist es? Ich! Nerdbird? Ein impulsgespeister Tachyon-Feldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein! Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel. Die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyonentank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyon emittiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Feta-Käse. Vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studien. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Okay, ich habe schon so eine Idee, wo wir Feta-Käse herbekommen. Und das... Ach du Schrecke. Das will ich eigentlich nicht. Okay, wir können ja mal hier. Können wir da irgendwo einen Eimer hinstellen oder so, dass die dann. Dass die Ziege in der Falle stellen? Hey, Finger weg! Stör ihn nicht, er muss. Schlägt er nicht! Go, Rufus, Gummi ab! Ja. Können wir irgendwie auf den Balkon stellen oder irgendwie? Irgendwie muss es doch einen Weg geben. Sie erwarten Großes. Recht haben Sie. Ich werde Sie nicht enttäuschen. So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu wiederholen. Was benötigt man nochmal, um ein Zeitportal zu öffnen? Eine 4D-Brille, um dünne Stellen in der Raumzeit aufzuspüren. Die besteht aus buntem Glas und einem Brillengestell. Genau. Ein Brillengestell. Das bunte Glas haben wir schon. Volle Punktzahl. Ich bin stolz auf euch. Sie können mit dieser Professornummer aufhören. Wir sind die cleveren Kids. Schon vergessen? Natürlich seid ihr da. Immerhin habt ihr beim Besten gelernt. Professor Rufus! Rufus! Okay. Wo kriegen wir ein Brillengestell her von die 4D-Brille?
Ziegenkäse und ein Brillengestell. Der hat ein Brillengestell. Und Schlag. Habe ich was nicht? Spiel. Können wir den Eimer Öl irgendwie hier hinunterstellen? Stör ihn nicht. Er muss schlägt ab. Nicht. Hey, Finger weg. Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall das Brillengestell von ihm hier. Irgendwas müssen wir Gruseliges anstellen hier. Okay, wenn die Ziege hier drüben ist. Und wir jetzt hierher gehen, die mal schlagen lassen. Habe ich was getroffen? Nicht spiele. Wir müssen irgendwas hinhängen, damit das. Hey, Finger. Wir müssen eine Pinata tiefer hängen. Das scheint aber das Seemaskottchen zu sein. In. Können wir eine Stabeltierkumpf vielleicht mitnehmen? Können wir. Nee, können wir nicht. Mist. Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Okay. Wir können die Stuhl anfassen. Jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut und mir nichts abgegeben, außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Okay, wir haben Kaugummi. Das brauchen wir vielleicht, um die Buntglasscherben anzukleben, aber wie hilft uns das jetzt bei dem Rätsel mit der. In den üblichen Grenzen. Mit der Pinata. Die können wir ja nicht anfassen. Hey, Fink. Stör ihn nicht. Er muss sich. Schlägt er auf. Nicht. Der Kaugummi ist schon viel zu. Und überhaupt. Bunte Glasscherben mit Kaugummi. Das ist doch total un. Bunte Scherben mit Kaugummi kleben. Völlig unrealistisch. Ja. Ein bisschen Öl kann. Allerdings ist. Vielleicht kriegen wir Rat von. Ihm hier, vom Dekan. Und wir versuchen mal den. Das ist doch so. Zumindest müssen wir die Scherben hier nicht wieder einkleben. Das ist schon sehr erfreulich. Mir geht das so pitupi. Ich kann einfach nicht aufhören. Wo sind die Nikotinkaugummis, wenn man sie mal braucht? Mir geht das so. Ich. Okay, mit ihm ist nicht zu reden. Mit ihm auch nicht. Sie hauen ja ganz schön. Der Tabak hat angefangen. Und dabei wollte ich doch nie. Nikotinkaugummis, wie wär's denn damit? Ist das ein Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Aber der Tabak ist so gut. So lecky, schmecky, fantastik, hecky. Ein Jammer. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Okay, das bringt nichts. Kaugummi will er nicht nehmen. Dann müssen wir das erstmal in Aschenbecher legen. Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotin-Kaugummis, aber ich habe ein Kaugummi und da ist Nikotin drin. Aha. Wird schon passen, oder? Faszinierend. Nikotin-Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setz nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Okay. Fantastisch.
Es hat ein Stück der Klebetube. Haftcreme. Okay, aber Haftcreme, was jetzt? Da ist es wieder. Das angenehme Gefühl klebriger Glasscherben in den Manteltaschen. Wir haben es vermisst. Es brauchen wir das. Brauchen wir noch irgendwoher. Ein Brückengestell. Hey, Finger! Ich bin ratlos. Können wir das Eimer sicher, den Eimer sicher nicht hier einfüllen? Ein bisschen Öl kann nicht, allerdings ist es. Ein bisschen Öl, allerdings ist es. Noch mehr Öl? Jetzt flutscht doch alles. Ja, jetzt flutscht alles, aber. Stör ihn nicht. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig. Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Können wir hier vielleicht irgendwo hoch und können da den Eimer hinstellen? Damit die Ziege drüber stolpert und dorthin in die Pinata reinlandet oder zum Turm. Ah, vielleicht können wir hier reinfließen lassen. Aha, okay, ja. Das klingt nach einer Idee. Jetzt ist das hier ganz ölig. Wenn wir jetzt hier nach vorn gehen und den Schalter betätigen. Und nochmal den Schalter betätigen. Oha. Und jetzt? Und Schlag! Igitt, was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Meine Augen brennen. Igitt! Ja. Bravo! Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Tja, Rufus, jetzt hast du ein Brillengestell. Jetzt brauchen wir noch Käse. Also los. Ich will nicht mehr. Auch das ist eine wichtige Lektion. Wer aufgibt, hat schon verloren. Ach, halt die Klappe. Ich hab genug. Ich will nicht auch das. Hey, Finger weg von. Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Die behaupten auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar, zieh dich. Aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. Sehr schön. Mit dem Ziegenkäse. Feta-Käse. So, jetzt füllen wir den Feta-Käse in den Tachyonentank ein. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Falsch. Dann war es eine Fangfrage. Denn es ist in Wirklichkeit gar keine gute Idee. Richtige Antwort. Okay. Wir können auch hier bestimmt schon mal die Nasenbrille mit dem Buntglas kombinieren. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Und jetzt können wir die Brille aufsetzen. Wer
kann mir sagen, was das hier ist. Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ah. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsbestand zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Illy. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna, wir müssen bestimmt noch kalibrieren. Die dummen Vollends am Arsch. Nein, nicht hier. Ich komme. So, jetzt Feta-Käse in den Tank und dann let's go. Wer kann mir bestimmt haben, sie... Und dazu... wann ist es bewiesen? Feta-Käse imitiert Tachyonen. Ach so. Das kommt wieder die Rede von. Das ist keine gute Idee. Na dann, let's go. Und let's go. Das Portal ist offen. Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyonendüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Oh, Schreck, ich weiß ja nicht. Daniel! Ach du Schreck. Okay, jetzt haben wir ein Portal. Nach Kurak, aber wer will denn nach Kurak? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die du hast. Und dann eine mehr als wir. Irgendwie aber. Ja. Das heißt, der Sprung ist ungewisse, ohne garantierte Rückkehr muss warten. Nein, ich hole sie lieber sofort. Und hops. Achso, wir nehmen noch Goal mit. Hey, Goal. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Oh, ein Bild. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das? Ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Der eine sieht aus wie Gold, der andere wie der Rufus. Du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Ne, eindeutig ist... Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Du hast recht. Es ist das Männchen. Ja, wollte gerade sagen. Das weiß ja. Ist die Kugel. Wow, schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Das ist doch ein gutes Zeichen, dass wir durchs Portal gehen sollten. Die Schnabeltiere haben es auch getan. Hey, gib das her! Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Wenn man die Fotos mit Photoshop bearbeitet, dann hat man da das perfekte Bild. Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein, weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Babyschnabeltier.
Wenn das mal keine Voraussagen ist.